Hi Leute, das ist Sanu hier. Ja, 6 Season 1 ist am Start und ja, das Ganze kommt mit einer Menge Änderungen. Und unter anderem auch ein paar Änderungen, die so nicht dokumentiert wurden, beziehungsweise nicht in den Patchnotes drin standen, die aber trotzdem im Game sind und die ein bisschen komisch sind. Man weiß nicht, ob es Bugs sind oder hin und her. Die Sache mit dem Raid habt ihr wahrscheinlich eventuell schon mitbekommen. Für alle, die öfter Raid laufen, da gibt es wohl einen Fehler, dass die alle jeglicher Fertigkeitenschaden macht nur noch 50%. Heilung funktioniert nicht ganz so richtig. Selbst die Granate macht zu wenig Damage. Also man kann sich mit einer Granate nicht mehr down machen. Das birgt natürlich so einige Probleme, besonders für Leute, die öfter den Raid laufen. Bin mal gespannt, ob das geschuldet ist aufgrund der Tatsache, dass es ja keine Level 30er Raids mehr gibt in dem Sinne, weil du ja jetzt bis Level 40 durchlevelst. I don't know. Was auf jeden Fall krass ist, ist hier, schaut euch mal die Projekte an. Schaut euch mal das wöchentliche Projekt an und die XP, die ihr da bekommt. Scroll mal runter. Das war es vorher immer ein Level, was ihr definitiv bekommen habt. Jetzt bekommt ihr 221.250. Das ist weniger als die Hälfte. Es ist echt krass. Nur knapp ein Drittel von dem, was wir sonst bekommen. Und das zieht sich halt durch die ganzen anderen Projekte auch durch, ne? Hier, fürs tägliche gibt es nur noch 73.000 statt 325.000. Es ist krass. Es ist echt krass. Also, manche Sachen, keine Ahnung. Hier überall, wo es ein Level gab, gibt es nur noch ein Drittel. Okay. Man weiß nicht, ob das gewollt ist. Ich meine, irgendwo würde es dazu passen, zu der Progression, dass man nicht mehr so schnell levelt. Was aber tatsächlich, keine Ahnung, die haben erst alles angepasst, was die XP angeht und so. Und in der Open World ist es anscheinend auch so, dass es weniger XP gibt für die entsprechenden Sachen. Wenn man hier 104.000 Elite-Patrouille, ich habe so ein paar Sachen nicht mehr ganz im Kopf, ob das stimmt. Aber anscheinend haben Leute gesagt, es gibt etwas weniger XP auch in der Open World bei manchen Sachen. Und ja, das ist eine Sache, die mag ich persönlich tatsächlich gar nicht. Könnten sie so drin sein müssen. Das Ganze soll sich nicht anfühlen wie so ein unnötiger Grind. Aber ja, bin gespannt, was ihr dazu sagt. Was gibt's sonst noch? Ja, die Classified Assignments, die Geheimaufträge. Ja, wenn ihr die macht, die gaben auch 220.000. Die geben jetzt hier 51.000. Da haben sie auch dran geschraubt. Irgendwie komplett durch die Bank haben sie da ein paar Stealth-Nerfs reingeballert. Ja, ein paar. Ich war jetzt noch nicht draußen. Ich habe noch nicht gefightet. Das werde ich während der Manhunt machen. Bin mal gespannt, weil so einige auch berichtet haben, dass gefühlt mehr los ist in der Open World. Viel mehr Mobs rumlaufen, besonders wenn man auf Heroisch gestellt hat. Und dass die irgendwie mehr Damage machen würden. Aber das kann immer... Das ist immer so eine Sache. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Schreibt mir mal in die Kommentare, was so eure Meinung darüber ist. Und habt ihr vielleicht selbst irgendwas gemerkt? Eine krasse Veränderung? Ist euch sonst noch was aufgefallen? Dann haut es mir in die Kommentare, Leute. Gell? Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye.